So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Und ja, man sieht hier hinter mir die Holzfarm des Todes. Die funktioniert mit 4 verschiedenen Setzlingtypen. Ich werde euch das gleich demonstrieren, aber ich habe leider nur 3, weil ich keine Dschungelsetzlinge habe. Außerdem habe ich auch noch nicht das Dropbecken hier fertig. Da müssen wir hier mal gerade gucken. Ich glaube, wahrscheinlich sollte die Mitte irgendwo hier sein. Dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oder? Also vielleicht sogar ein bisschen viel. Oh, da hinten ist ein Setzling hingeflogen. Ich habe auch noch nicht das System reingemacht, was sofort wieder das neue Bone Meal reintankt. Deswegen nicht wundern. Warte mal, wir machen mal ein bisschen weniger. Wie wäre es dann mit 8 in jede Richtung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dann ruppen wir hier gerade mal den ganzen Scheiß hier noch weg. Ich habe gedacht, das kann ich zusammen mit euch machen, weil ich bin am Überlegen, wie ich das mache. Ob ich einfach ein Lager mache oder ob ich hier diesmal ein automatisches Sortiersystem dazu mache. Bin mir noch nicht sicher. Da kommt noch das restliche Scaffolding runter gerade. Ja, ne? Ihr habt jetzt gerade hier diese Timelapse gesehen. Für mich war das ungefähr, ja, 2 Stunden Arbeit, weil ich natürlich hier die Farm nicht auswendig kenne, sondern ich habe halt ein Tutorial dazu gleichzeitig geguckt. Und ja, wie gesagt, Ilmango hat diese Farm als Tutorial hochgeladen. Wenn ich dran denke, werde ich euch den Link unten reinpacken. Ich hoffe, ich denke dran. Wenn nicht, dann könnt ihr einfach nach 4 Types Tree Farm von Ilmango auf YouTube suchen. Das findet ihr bestimmt. Weil Ilmango ist ja schon bekannt auf YouTube in der Minecraft-Community, ne? Von daher sollte das ja kein Problem sein. So. Mache ich gerade mal das Auffangbecken hier. Und dann müssen wir hier gucken. Gut, ich brauche gerade mal die Wassereimer und ich habe den Großteil von den Sachen, die ich hier dabei hatte, schon abgelegt. Außer hier die Kisten, die ich gefüllt habe mit dem ganzen Scheiß von dem Lochgraben. Huch. Aber ich denke, das sollte gehen. Wir machen gerade mal hier Entleerung. So, hier ist das, ne? 4 Kisten. Das wäre vielleicht ganz gut für das Knochenmehl und ich nehme gerade mal noch ein paar Wassereimer mit. Ich glaube, eigentlich sollten 2 aber reichen, ne? Wir nehmen mal 2 gerade. Und dann werde ich euch die Holzfarm auch gleich nochmal demonstrieren. Wie gesagt, das ist so ein Riesenprojekt und das ist viel zu viel, um das einfach so auswendig zu bauen, meiner Meinung nach. Gibt bestimmt Leute, die da einer anderen Meinung sind, aber ja, ne? Ich finde es wesentlich angenehmer, auch für euch zum Zugucken, wenn es einfach fertig ist und ich weiß, was ich tue, als wenn ich irgendwie was baue, wo ich nur so zur Hälfte sicher bin, ne? So, einmal so, dann die äußeren 2 freilassen wieder. So. A la El Mango Wassersystem hier. Ich hoffe, hier fehlt nichts. Es wird gerade Nacht. Auf jeden Fall richtig gut. Okay, wir gehen gerade mal pennen, bevor hier irgendwas passiert. Ich will ja nicht, dass irgendein Creeper-Mann oder sowas hier meine schöne Holzfarm sprengt. Und ja, ich habe sie mal wieder im Boden versenkt gebaut, weil ich hier vorhabe, so einen Berg drüber zu bauen und dann da irgendein Gebäude drauf zu stellen. In Zukunft. Einfach weil, ne?
Ich denke, das wird wahrscheinlich besser funktionieren und besser aussehen, als wenn man einfach so eine fliegende, riesige Holzfarm irgendwo in der Welt stehen hat. Ich meine, bei der Monsterfarm, die Holzfarm ist okay, finde ich, vom, dass sie fliegt. Die werde ich wahrscheinlich aber auch abreißen. So. Damit sollten alle Sachen dann am Ende hier auf diesem Block landen. Ich sollte hier nicht, genau deswegen. So. Ich habe aber nicht genügend Blöcke dabei. Ich habe aber oben noch ein paar Blöcke. Das heißt, ich könnte gerade mal hier Sitt machen. Okay, wir gönnen uns einfach mal gerade. Komm, wir gönnen uns mal gerade hier vier davon. Dann mache ich hier so. Und dann nehme ich mal ein paar Eimer Wasser mit gerade. So. Dann machen wir hier. Ich glaube, ich möchte hier hin, ne? Da irgendwo. Das heißt, ich würde hier gerade mal. So. Das ist nur die Frage. Ich glaube, die Kiste könnte auf die Höhe hier, ne? Das heißt, zwei rüber von dem Loch und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wobei, komm, ich kann auch einfach hier. So. Zwei rüber vom Loch. Ach, verdammt, dann bin ich hier ja mitten. Warte. Zwei rüber und dann beim dritten, oder? Ne, beim zweiten schon. Okay. Eins, zwei, das heißt hier. Na gut. So. Da sind wir auch schon. Okay, und dann mache ich hier einmal gerade einen Wasserstrom rein. Man kennt ihn. Und dann. So, dann machen wir hier am Ende einen Bubble Elevator hin. Ne? Das Ding ist, ich habe gerade keine Slabs dabei. Okay. Hallo? Okay, einmal eine Runde Slabs zum Mitnehmen, bitte. Weißt du was? Komm, ich hole gerade noch. Ich hole gerade noch mal ein bisschen Soul Sand. Dann kann ich gleich mich daran machen. So, Soul Sand haben wir hier drüben. Einmal das und. Dann nehmen wir mal ein paar mehr Kisten mit, vielleicht noch ein paar Hauptballer. Ach komm, huch. Ein paar Hauptballer können auch nicht schaden. So, was brauche ich noch? Vielleicht Eis, ne? Eis habe ich aber hier unten nicht. Eis habe ich, glaube ich, da oben. Habe ich hier irgendwo Eis? Hätte ein. Oh, Packed Eis, okay. Sehr gut. Sehr gut. Okay, einmal Slab, einmal. Oh. Das sollte so nicht sein. Okay. Einmal das Eis da rein. Und nein. Und Soul Sand. War gerade hier alles frei. Oh Gott, okay, warte eine Sekunde. Gut, und dann. Dafür habe ich jetzt wahrscheinlich nicht genug Zeug gerade.
Wobei doch, ich kann ja einfach neues Wasser holen, ne? Easy. So. Ich will auch jetzt nicht überziehen zu doll. Ja, wie gesagt, allein die Timelapse an sich war schon eigentlich zu viel Arbeit, aber okay. So, ich möchte euch ja auch noch die ganze Situation hier demonstrieren, deswegen... Okay, ach, scheiß drauf. So, rein hier. So. Hallo? Okay. Dann wieder hoch. Uah. Weißt du, wie oft ich hier fast gestorben bin, wegen dem in dem Loch rumfliegen? Ich muss hier echt einen besseren Weg nach oben und unten bekommen. So. Das heißt, ich improvisiere jetzt gerade mal hier einen Boden hin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße hier, aber okay, wie gesagt, das ist nicht permanent, sondern das ist improvisiert. Und dann... So. Mhm. Gut. Und ich glaube, damit sollte das Einsammelsystem funktionieren, hoffentlich. Wenn ich gerade mal hier... Komm, wir werfen mal hier einen Stein rein. Der sollte ja dann... Ja, genau, der kommt da an. Sehr gut, okay. Gut. Kurze Theorie für euch, ne? Und zwar hat die Farm zwei Einstellungen. Das habt ihr vielleicht beim Bauen gesehen in der Timelapse, wenn ihr aufgepasst habt. Und zwar gibt es hier oben dieses Ding hier. Das ist gerade eingeklappt. Wenn man es ausklappt, werden die Pistons ausgefahren. Und das sorgt dafür, dass wenn man Eichenbäume farmen möchte, dass die nicht zu hoch werden, ne? Eichenbäume, wenn die über eine gewisse Höhe wachsen, dann kann man diese riesigen Teile bekommen, wo überall Holzblöcke drin sind. Die würden die Farm kaputt machen. Deswegen hat man dieses Teil, was sich zweimal ausfährt. Das heißt, der Block ist dann am Ende auf der Höhe. Glaube ich. Ne? Einmal runter, zweimal runter, glaube ich. Wir können es ja mal gerade gucken, wie das ist. Ich mache hier gerade mal an. So. Man hat es schon gehört. Genau. So. Wobei, ne, er ist nur ein Block runtergegangen, ne? Ne, er ist zwei runter. Okay. Huch, das wollte ich nicht. Das heißt, jetzt sind wir gerade in der Eicheneinstellung. Die Farm macht man an, indem man hier einmal auf dieses Fass klickt. Und dann muss man kurz abwarten, bis hier der TNT-Duper anfängt, Sachen rauszuwerfen. Man sieht, die fallen auf verschiedene Höhe. Einmal in der Mitte und einmal tief. Das ist so gedacht, dass wenn hier was unten hängen bleibt, dass die Blöcke nicht explodieren, also die gefarmten, ne? Man hat hier auch diesen Auswurf, das heißt, wenn hier die Setzlinge eingesammelt werden, bekommt man die sofort wieder zurück. Das heißt, man kann hier theoretisch unbegrenzt lange stehen. So, ich bin jetzt gerade im Eichenmodus, das heißt, wenn ich jetzt hier hinstelle, dann ballert er hier die Eichen durch, ne? Und die werden dann hier vorne, werden die schön weggesprengt. Boom. Genau. So, und wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird der Eichenmodus oben abgeschaltet, wie man sieht. Und dann kann ich auch zum Beispiel Birken farmen. Eiche ist übrigens, nee, Birke ist, glaube ich, das schnellste, ne? So, und dann, was weiß ich, Fichte. Und das ist halt extrem geil, weil wenn wir hier die ganze Stadt bauen möchten, ist es halt extrem passend für mich, dass ich hier einfach mich hinstellen kann und kann einfach AFK stehen und einfach meine Sachen bekommen. Zum Ausschalten drückt man wieder auf das Fass. Man sieht, die ganzen Blöcke fallen hier unten rein und in der Kiste landen die ganzen Items. Das ist der Grundsatz. Wie gesagt, ich kann auch Dschungel und so weiter später noch bekommen, aber ich habe gerade keine Dschungelsetzlinge. Und ja.
Ne, so ist das. Ja, wir sind noch, das hat noch nicht genug rausgepusht. Aber ich muss hier in der nächsten Folge muss ich nochmal ran und nochmal das System für. Hallo? Ach so, stimmt ja, da läuft hier dann voll am Ende. Hier, ne, das Auswurfsystem, das sorgt dafür, dass man hier. Huch, das wollte ich gar nicht. Ein bisschen aufpassen gerade. Ich will nicht das kaputt machen hier. Man muss immer ein bisschen Zeit lassen. Wenn man auf das Fass zu schnell wieder draufklickt, geht die ganze Scheiße kaputt. So, ne, man hat hier dieses Auswurfsystem, was einem, aber ich glaube, das ist einfach nur ein geglitschter Ast. Okay, egal. Ne, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Und, wie gesagt, diese Farm wird einfach, ne, der Hammer. Weil die bringt's halt einfach. Die ist halt einfach der Bringer. Damit werden wir so viel Holz erfarmen, ohne irgendwelche Probleme. Und das wird dafür sorgen, dass wir unsere Sachen hier so einfach bauen können, was wir alles da drüben haben und so weiter. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.